ronar Thar en warin fadi Fadir aft feig sunu sagum yg minithat, satt wal warin twar thar liebe zuschauer liebe Episoden. Ich bin ja ein großer Fan der nordischen Mythologie und verfolge alles mit großem Interesse, was die Wissenschaft zu diesem Thema herausfindet. Was ihr gerade neben der Musik gehört habt, ist ein Teil der akustischen Interpretation der Runeninschrift auf dem Runenstein von Nrök. Und genau dies ist der Inhalt meines heutigen Videos und ein sehr wichtiges Thema für mich. Und zwar geht es heute um den schwedischen Runenstein, genannt der Runenstein von Nrök. Oder aus Schwedisch Rökstenen, welcher bei der Kirche von Rök in der Gemeinde Ödeshög in der Provinz Östergötland steht. Er hat eine Höhe von 3,82 Meter und trägt eine Runeninschrift in altnordischer Sprache. Sie ist mit rund 750 Zeichen die längste bekannte Runeninschrift. Unterrichtet wurde der Stein vermutlich im frühen 9. Jahrhundert, also 200 Jahre später wurde er im Zuge der Christianisierung in die Zehenscheune des Ortes eingemauert. Als 1840 die alte Kirche abgerissen wurde, bemerkte man die Runenschrift auf dem Stein, mauerte ihn aber trotzdem in die Vorhalle der neuen Kirche ein. 1862 nahm man ihn heraus und stellte ihn zunächst frei im Kirchhof auf, bis er 1933 mit einem Dach geschützt wurde. Buchstabenspiele verkomplizierten den Text des Röcksteins. Varin, der Runenmeister des Steins, chiffrierte den Text an einigen Stellen mit Hilfe von Geheimrunen. Dazu griff er auf zweierlei Runenalphabete zurück: einmal auf das Altnordische mit 24 Zeichen, aber auch auf ein spezielles Röck-Alphabet mit 16 Zeichen. Wissenschaftler haben lange versucht, die Aussagen der kodierten Runenbotschaft des Röck-Runensteins zu enträtseln. Und bis vor kurzem war es immer noch ein ungelöstes Rätsel. Jetzt aber scheint dieses Rätsel endlich gelöst zu sein. Laut vier schwedischen Forschern verbirgt die rätselhafte Inschrift Ängste vor einem Klimawandel und Vorahnung über das Ende dieser Welt. In ihrer Arbeit genannt The Rock, Runestone and the End of the World, welches im Fachjournal Futag, International Journal of Runic Studies, veröffentlicht wurde, Stellt uns diese interdisziplinäre Expertengruppe eine Interpretation vor und diese erzählt uns von einem dem Tode geweihten Sohn, einem trauernden Vater und vor allem von einer Angst vor dem Klima und einer drohenden Naturkatastrophe. Den Forschern zufolge erzählt der Text von der Suche des Vaters nach Trost in dem Gedanken, dass sein Sohn ein erfolgreicher militärischer Anführer zu Odin berufen wurde, um an seiner Seite im Ragnarök zu kämpfen. Ragnarök, so heißt der Kampf der Götter und Riesen, in dessen Folge die ganze Welt untergeht. Drei Jahre heftiger Kämpfe und dann ein ebenso langer Fimbulwinter kündigen ihn an. Am Ende versammeln sich die Asen, Flammen und Rauch werden zum Himmel schießen und durch den Ausgleich von Ordnung und Chaos. Wird ein Gleichgewicht entstehen. Das dem wiedergeborenen Allvater Fimbultir, auch Odin, genannt, verhilft, eine neue Welt zu schaffen. Und die Asen einen sich am Ida-Felde und alles Böse bessert sich. Die Inhalte auf dem Stein stimmen mit der altnordischen Mythologie der Zeit überein und als der Runenstein im frühen 9. Jahrhundert geschaffen wurde, verbreitete sich die Angst, auf ein Ende der Welt nach einer Reihe verheerender Katastrophen und himmlischer Phänomene, für die die Leute dieser Zeit keine Erklärung fanden. Die neuen Verse auf dem Stein beziehen sich auf das Leben eines Wikingerhäuptlings namens Jarin, der den Stein zu Ehren seines Sohns Warmuth in Auftrag gegeben hat. Darüber hinaus erwähnen andere Passagen Theoderich den Großen, der die Ostgoten siegreich durch Europa führte, Während das römische Reich zerfiel. Die spezielle Passage dazu lautet: Nach wehmut stehen diese Runen, aber warin schrieb sie? Der Vater, nach dem gestorbenen Sohn. Ich sage den jungen Männern die Sage von den beiden Beutestücken, die zwölfmal genommen wurden. Beide Beutestücke auf einmal von verschiedenen Männern. Ich sage als zweites: Wer vor neun Menschenaltern lebte, und das Leben unter den Heidegoten verlor, und er starb unter ihnen wegen seiner Missetaten. Es herrschte Theoderich, der kühne Mute, der Fürst der Seekrieger, über den Strand des Reitmeers, jetzt sitzt er gerüstet aus seinem gotischen Ross, den Schild auf der Schulter, der Held der Märinge, das sage ich als zwölftes, wo das Ross der Walküre Speise erblicken wird auf dem Schlachtfeld. 20 Könige, die da liegen. Das sage ich als 13. welche zwanzig Könige aus Seeland saßen. Vier Winter mit vier Namen. Söhne von vier Brüdern. Fünf Falke, Radolfs Söhne. Fünf Reidulfe, Ralgos Söhne. Fünf Heisle Harods Söhne. Fünf Gunmunde Berns Söhne. Die Wissenschaftler... Finden es seltsam, in Anführungszeichen, dass Theoderich, der 526 nach Christus starb, also etwa 300 Jahre vor der Erschaffung dieses Ruhensteins von Dörck, dennoch hier erwähnt wird. Dr. Bo Gräßlund, Professor für Archäologie an der Universität Uppsala, sagte, dass Theoderichs Regierung seit dem Beginn einer langen dunklen Zeit in der Geschichte markiert. Und zwar mit massiven. Vulkanausbrüchen, schlechten Sommern und bitteren Wintern. Dieses Klimaereignis wurde 536 nach Christus vom byzantinischen Chronisten Prokopius aufgezeichnet. Er sagte, die Sonne ohne Strahlkraft leuchtet das ganze Jahr hindurch, nur wie der Mond, und machte den Eindruck, als ob sie fast ganz verfinstert sei. Außerdem war ihr Licht nicht rein, und so wie gewöhnlich, Seitdem aber das Zeichen zu sehen war, hörte weder Krieg noch Seuche noch sonst ein Übel auf, das den Menschen den Tod bringt. Zu dieser Zeit fielen die Ernten aus, und die Menschen in ganz Skandinavien kamen bitter ums Leben und verhungerten. Lok Dr. Bo Greslund scheint der Wikinger Warin das Ganze vorausgesehen zu haben, und diese Paranoia soll von einer Reihe von Ereignissen inspiriert worden sein, die sich zu dieser Zeit ereignet haben und auf Varin äußerst bedrohlich gewirkt haben müssen, so dass dieser diesen Runenstein von Röck errichten ließ. So sagt der Wissenschaftler. Die Astronomen wissen, dass zu dieser Zeit ein starker Sonnensturm dramatische Rottöne am Himmel verursachte und die Pflanzen unter einem extrem kalten Sommer litten. Außerdem, trat die Sonnenfinsternis kurz nach einem Sonnenaufgang auf und der Wissenschaftler sagt, wenn nur eines dieser diese Ereignisse eingetreten sei, so hat es wirklich komplett ausgereicht, um die Angst vor einem weiteren Fimbulwinter zu wecken. In der poetischen Edda beschrieben ist dieser Fimbulwinter der unmittelbare Klimawandel, der Ragnarök vorantreibt. Der Fimbulwinter von altnordisch Fimbul-Wetter, also, was bedeutet riesiger Winter? Ist in der nordischen Mythologie die erste der vier Katastrophen, die den Untergang der Götter Ragnaröks genannt einleitet. Es handelt sich um eine Eiszeit mit drei strengen Wintern ohne Sommer dazwischen, mit Schnee, klirrendem Frost und eisigen Stürmen. Es gibt Spekulationen, dass der Klimawandel, der zum Ende der nordischen Bronzezeiten Skandinavien einsetzte, die Legende vom Fimbulwinter begründete. Andere Autoren vermuten einen Zusammenhang mit der Wetteranomalie von 535 und 536 nach Christus und den nachfolgenden Jahren oder den Ausbrüchen des Elgja auf Island in den Jahren 939 und 940. Für letztere These spricht die größere zeitliche Nähe zu der Zeit um 1000, in der der Inhalt des Ragnarök nach aktuellem Kenntnisstand entstand. Möglicherweise spiegelt er auch die Erfahrung isländischer Siedler wider. Während Snorri Sturluson den Fimbulwinter in der Prose Edda als Auftakt zu Ragnarök erwähnt, wird er im Waftrundnirlied, der Lieder Edda als Synonym zum Weltuntergang gebraucht. Heutzutage bezeichnet der Begriff Fimbulwinter in skandinavischen Ländern umgangssprachlich auch einen außergewöhnlich kalten und harten Winter. Auch einige Archäologen sehen die Inspiration für den mythologischen Fimbulwinter im Klimawandel und den extremen Wetterereignissen aus den Jahren 535 bis 536 nach Christus, die laut einem Harvard-Artikel von Dr. H. D. Abbott die schwersten und langwierigsten kurzfristigen Abkühlungserscheinungen in der nördlichen Hemisphäre in den letzten 2000 Jahren waren, was zu Temperaturabfällen in Nordeuropa führte. Es gibt aber auch andere Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass die Ursprünge in einem anderen Klimawandel am Ende der nordischen Bronzezeit zu suchen sind, die etwa um 650 v. Chr. begann. Wie auch immer, ich finde es faszinierend, wie Menschen vor so langer Zeit solche Beobachtungen und Erlebnisse in Stein verewigen ließen und was mich auch sehr stark an Göbekli Tepe erinnert, zu dem ich hier in meinem Kanal. Auch Videos in Zusammenarbeit mit Dr. Martin Swetman veröffentlicht habe. Falls ihr diese Videos noch nicht kennt, werde ich sie euch in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich finde es, wie gesagt, was ich schon einleitend erwähnt habe, sehr interessant. Gen genau diese nordischen mythologischen Themen, die Deutung von solchen Runensteinen, Wahnsinn, was da für ein Wissen drin steckt. Ich meine, diese Steine sehen wirklich sehr schön aus und dass da wirklich noch viel tiefere Botschaften dahinter verschlüsselt stecken, finde ich einfach unbeschreiblich faszinierend. Ich hoffe ihr genauso und dann würde ich sagen, macht's es gut und wir hören uns beim nächsten Video. Euer Peso, Servus.